Teil am sozialen Wohnungsbau verzichten. Und es gibt andere, die jetzt versuchen, was ich im Übrigen auch für rechtswidrig halte, zu einem ganz anderen Gegenstand, nämlich zu dem Gegenstand, den wir heute beraten, wo es darum geht, die bereits vom Stadtrat beschlossenen Ausnahmeregelung oder Übergangsregelung zu konkretisieren, dies nutzen, um hier generell eigentlich in das kooperative Baulandmodell einzugreifen. Dies ist meines Erachtens ein sehr durchschaubares Manöver und es ist ein politisch vor allen Dingen sehr dummes Manöver. Wir haben am 6.6. im Stadtrat ja bereits beschlossen, dass laufende Bebauungsverfahren, bei denen noch keine öffentliche Auslage nach 3.2 Baugesetzbuch erfolgt ist, einer solchen Regelung unterworfen sind. Nach meinem Empfinden hätte die Verwaltung selbst handeln können und hätte es selbst auslegen können. Hier wurde uns aber eine Vorlage präsentiert, die sehr konkret die Bebauungsgebiete formuliert. Und im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau wurde jetzt sozusagen diese Konkretisierung insoweit etwas verändert, dass es mal gesagt hat, alle Maßnahmen, die eben bis zu einem Stichtag 2022 noch nicht so weit sind, unterliegen dieser Regelung. Also eigentlich die normalste Sache der Welt, dass wir dieser Beschlussempfehlung zustimmen, weil wir damit auch den Investoren den versprochenen Vertrauensschutz entgegenbringen. Aber es wird ja offensichtlich auch genutzt, um generell gegen Steuerungsmaßnahmen der Stadt im Bereich des Wohnungsbaus hier zu Feld zu ziehen. Gestatten Sie mir deshalb einige Anmerkungen. In den frühen 2000er Jahren hinkte die Stadt Dresden permanent im Neubau hinter der Nachfrage, der wachsenden Nachfrage einer wachsenden Stadt hinterher. Seit 2016 ist diese Entwicklung umgedreht. Der drastische Anstieg von Baugenehmigungen, ich erwähne nur am Rande, unter wessen Baubürgermeister dies passiert ist, hat dazu geführt, dass wir zum Beispiel im Jahr 2019 5.719 Wohnungen fertiggestellt haben. Das heißt, im aktuellen Wohnungsmarktbericht steht deutlich drin, dass seit 2016 mehr Wohnungen in Dresden entstehen, als der Mehrbedarf an Wohnungen eigentlich ausmacht. Das klingt ja erstmal ganz gut, aber es bringt ein anderes Problem mit sich. Und das zeigt auch übrigens der große Leerstand, wenn ich an den Leerstand zum Beispiel von 22% in der Altstadt denke. Es entstehen zunehmend Wohnungen, die sich eine wachsende Anzahl von Menschen nicht leisten kann. Und das ist auch logisch, bei 10 bis 12 Euro Netto-Kaltmieten im Bereich der Neuvermietungen bei Neubauten. Also brauchen wir dringend in Dresden das Instrument des kooperativen Baulandmodells, um im Grunde genommen unserer wichtigen Aufgabe der Daseinsvorsorge auch durch die Schaffung bezahlbaren Wohnraums nachzukommen. Ich verstehe bloß nicht, warum denn eigentlich die Investoren dagegen auf die Barrikaden gehen. Wenn wir einerseits einen so hohen Leerstand haben im Bereich des teuren Wohnungsbaus, dann wäre es doch eigentlich für Investoren attraktiv. Die Differenz nämlich zwischen dem, was am Markt gegenwärtig genommen wird, ich sage mal den Betrag von 10,50 Euro Kaltmiete, zu dem, was wir nach KDU höchstens sozusagen im Bereich Sozialwohnungen nehmen können, diese Differenz wird ja schließlich durch Bundesmittel, ausgereicht durch den Freistaat, ausgeglichen. Es ist also eigentlich sogar attraktiv, Sozialwohnungen zu errichten mit der öffentlichen Förderung. Und dazu könnte eigentlich auch das kooperative Baulandmodell ein ganz wichtiges Instrument sein. Lassen Sie uns aber hier heute bitte keine Nebelbomben werfen. Lassen Sie uns hier und heute das, was Investoren möchten, die Rechtssicherheit, den Vertrauensschutz herstellen und stimmen Sie deshalb der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau zu. Vielen Dank. Als nächstes CDU-Fraktion, Herr Flemming. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
Ich will eins vorwegschieben, weil das ja immer wieder auch uns vorgeworfen wird. Die CDU steht ganz klar zum sozialen Wohnungsbau. Und ich bin froh, dass wir auch im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr voraussichtlich den sozialen Wohnungsbau in Dresden so umsetzen können, dass wir alle Fördermittel, die vom Bund kommen und über das Land durchgereicht werden, über die entsprechende Richtlinie, dass wir die verbauen können. Und das ist gut so. Das hat aber nur bedingt was mit diesem kooperativen Baulandmodell zu tun, das wir am 6. Juni 2019 beschlossen haben. Wir haben damals schon ganz klar gegen diese Vorlage und die Richtlinie gestimmt. Das hatte mit verschiedenen Dingen zu tun. Das hatte damit zu tun, dass die Bagatellgrenze für die Projekte, für die das gelten soll, unserer Meinung nach zu hoch war. Das hatte was mit dem viel zu komplizierten Berechnungsmodell zu tun, mit dem dann Ablösen und Ausgleichsmaßnahmen für Ausnahmen berechnet werden sollten. Es hat aber vor allem was mit der 30-prozentigen Sozialbauquote zu tun. Wir haben damals gesagt, wenn wir privaten Bauherren, Privatleuten, Investoren, die Wohnungsbau betreiben, wenn wir den 30% Sozialbau ins Stammbuch schreiben, dann wird das den Bau solcher Wohnungen im privaten Bereich abwürgen und damit natürlich nicht nur die 30% Sozialwohnungen, sondern auch noch die 70% anderer Wohnungen, die für die Nichtbesitzer von Wohnberechtigungsscheinen vorgesehen sind. Und das hat sich aus unserer Sicht auch bewahrheitet. Mir ist kein einziges Projekt seit dem Sommer letzten Jahres bekannt, das in die Pipeline gegangen ist und wo sich ein privater Investor, ein Bauträger und privater Bauherr darauf einlässt, auf diese 30% Sozialbauquote. So, nun kommt die Stadtverwaltung mit einer Vorlage, in der zumindest Übergangsregelungen umgesetzt werden sollen im Sinne des Vertrauensschutzes. Bemerkenswert daran ist auch, dass das gekoppelt sein sollte an mögliche städtebauliche Verträge, in denen das ja dann geregelt werden muss, bis zum 31. Dezember 2020, also diesen Jahres. Bemerkenswert ist, dass jetzt in der heutigen Vorlage drin steht, dass diese Frist bis zum 30. Juni 2022 verlängert werden soll. Das finde ich schon beachtlich. Man hat also bei der Erstellung des Modells zum kooperativen Baulandmodell vor 1,5 Jahren gemeint, dass man diese städtebaulichen Verträge bis Ende dieses Jahres vorlegen kann. Und ist jetzt zur Erkenntnis gekommen, dass man weitere anderthalb Jahre braucht, um auch nur diese Ausnahmeprojekte zur Unterschriftsreife zu bringen. Das wirft natürlich auch ein bemerkenswertes Bild auf die Arbeit unserer Verwaltung, zumindest in diesem Bereich. Und wir würden natürlich selbstverständlich dieser Vorlage zustimmen. Ich finde die Vorlage aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau noch besser, weil dort noch ein weitergehender Vertrauensschutz eingerichtet worden ist, wo jetzt aber in der Antwort der Stadtverwaltung uns vorgestern signalisiert wurde, dass da aber vermutlich nur noch ein weiteres Projekt zu den 5 beantragten Ausnahmeprojekten dazu käme. Auch dem würden wir zustimmen, aber wenn wir jetzt natürlich zur Kenntnis nehmen, dass ein Antrag vorliegt, der die Sozialbauquote im kooperativen Baulandmodell auf 15% senkt, dann entspricht das natürlich bei uns genau unserer ursprünglichen Intention, in der wir gesagt haben, muten wir doch bitte den privaten Bauherren nur das zu, was sie auch schultern können und was die Projekte auch in ihrer Wirtschaftlichkeit vertragen. Und dann bekommen wir 15% Sozialbauten in jedem neuen Projekt statt 0 im Moment, weil niemand unter diesen Bedingungen bauen wird. Und deshalb werden wir auch dem Änderungsantrag zustimmen. Als nächstes AfD-Fraktion wird das Wort gewünscht. Nicht, dann Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass heute Abend grundsätzlich hier von Herrn Nitsche und Herrn Flemming die Axt an den sozialen Wohnungsbau in Dresden gelegt wird.
Es war insofern zu erwarten, dass immer schon auf der konservativen Seite sich die entsprechenden Fachpolitiker als Sprechpuppen der Immobilien- und Bauwirtschaft entpuppt haben. Die Fraktion Die Linke vertritt die Mieterinnen und Mieter in der Stadt und das ist heute Abend wieder mal dringend notwendig. Insbesondere Herr Nitsche hat mit einer ganzen Kaskade von Falschbehauptungen hier im Prinzip so viel Falsches behauptet, dass man kaum fertig wird, es zu widerlegen. Nicht Rot-Rot-Grün wollte nur Sozialwohnungen bauen, sondern die Verwaltung wollte das. Und die Landesdirektion, CDU-geführte Organe. Und wir wollten schon immer sozial gemischt bauen, wie das auch Potsdam tut. Und wenn Leipzig weiter ist als Dresden, liegt das daran, dass Leipzig schon seit jeher die Wohnungsbaugesellschaft nicht verkauft hat und wir von null auf anfangen mussten. Im Übrigen ist das ja 2-3 Jahre lang von damaligen CDU-Finanzbürgermeister totgeprüft worden. Wir lehnen grundsätzlich eine Verlängerung der Kulanzzeiträume ab, der Übergangszeiträume. Wir wären bereit gewesen, ein halbes Jahr zu gewähren. Das, was die Verwaltung glaubhaft gemacht wird, das durch die Corona-Krise passiert ist, weil im Prinzip nicht weiter an den Bebauungsplänen gearbeitet werden konnte. Darüber hinausgehende Anträge finde ich unverschämt. Gerade in einer Stadt in Dresden, wo derzeit die Immobilienwirtschaft wie König Midas alles mit den Händen anfasst und es zu Gold wird, hat die Moral dieses Märchens nicht verstanden, nämlich dass König Midas eines Tages am eigenen Gold erstickt. Und das passiert jetzt hier. Die Immobilienwirtschaft bedient ein Klientel, was es in der Stadt eigentlich nicht gibt. Denn wer das Geld hat, um sich so eine Wohnung hier für 10 bis 14 Euro kalt zu leisten, der ist meist auch schlau genug, dass es dafür nicht ausgibt, weil er baut dann selber. Insofern haben wir zurzeit nämlich hier Überhänge von Wohnungen, die sich eigentlich nicht vermieten lassen. Auf der anderen Seite, gerade im Mittelstand, es geht nämlich schon ein bisschen die Mittelschicht rein, dass dort die Leute auf dem Wohnungsmarkt nicht mehr mithalten können. Also gerade wenn sie etwas für die Mittelschicht tun wollen, müssten sie Sozialwohnungen bauen lassen, weil es greift langsam in die Mittelschicht ein. Insofern ist dieses Ansinnen, pauschal nur 15% zu bauen, sowohl unverschämt als auch unangebracht. Es ist ein vollkommenes Märchen, dass ein Investor hier in Dresden im Prinzip überlastet werden würde, weil gemäß § 11 Absatz 2 im Baugesetzbuch müssen alle im Prinzip Belastungen, die in einem städtebaulichen Vertrag aufgegeben werden im B-Plan-Verfahren, die müssen zumutbar sein. Dafür dieses komplizierte Rechnungsverfahren. Und dieses Rechnungsverfahren ist deswegen so kompliziert, damit es objektiv und gerecht ist. Wenn Sie das nicht wollen, dann legen Sie eben die Axt an die Wurzel des sozialen Wohnungsbaus. Wir werden mehr soziale Wohnungen bauen. Sie überfordern mit Ihren Erwartungen die Menschen in Dresden. Sie können diese Mieten nicht bezahlen. Das ist auch nicht wert. Wir sehen das ja im Prinzip auch in den Bilanzen der Immobilienunternehmen der Stadt, dass hier im Prinzip eine vollkommene Überhitzung eingetreten ist. Und ich kann Ihnen aber versprechen, dass sich das in nächster Zeit abkühlen wird. Die Menschen werden im Prinzip aus der Stadt wegziehen, sie werden nicht mehr in die Stadt reinziehen, sie riskieren damit auch natürlich einen Einwohnerrückgang. Das erzeugt dann im Prinzip, wenn in Nachbargemeinden gezogen wird, erzeugt das Verkehr, erzeugt CO2, alles, was wir nicht wollen. Wir wollen die Stadt der kurzen Wege, wir wollen eine dichte Stadt. Und wir möchten bezahlbare Mieten in Dresden. Deswegen lehnen wir sowohl die Verlängerung der Übergangsfristen bis 2022, ich weiß nicht, warum es jetzt anderthalb Jahre sein müssen, als auch eine generelle Verkürzung von 30% auf 15% in Sozialwohnungen lehnen wir im Prinzip entrüstet ab und finden es auch im Prinzip nicht sachgemäß, dass Herr Nitsche hier vermutlich auf im Prinzip Verlangen irgendeines Immobilienverbandes hier im Prinzip mit einem Fresszettel hinkommt zum Oberbürgermeister, um mal eben so eine grundlegende Entscheidung ohne vorherige Diskussion in der Öffentlichkeit und in den Ausschüssen zu treffen. Ich danke Ihnen. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte schön, und Herr Trebs und Herr Nitsche, ich warte noch auf den Antrag schriftlich, sodass ich den dann hier zur Abstimmung stellen kann. Herr Trebs, das mal. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, der wohnungspolitische Blindflug von Herrn Nitsche hat mich dann doch noch mal motiviert, hier auch noch mal in diese Debatte reinzugehen und zu diesem Thema zu sprechen. Sie haben viele Themen angesprochen, wo Sie der Meinung sind, da wären irgendwie Korrekturen von falsch gelaufenen Entwicklungen vorgenommen worden.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich diese Einschätzung tatsächlich überhaupt nicht teile. Sie haben den Fördermittelvergleich zwischen Dresden und Leipzig angesprochen. Da hat Herr Wirz schon völlig zu Recht darauf verwiesen, dass die Leipziger einfach durch ein funktionierendes kommunales Wohnungsunternehmen, weil sie eben so schlau waren, das eigene nicht zu verkaufen, eine ganz andere Voraussetzung haben, um zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum über das Förderprogramm zu bauen. Und da es natürlich ganz logisch ist, dass dort die Prozesse schneller gehen und dementsprechend auch in der kurzen Zeit, in denen es dieses Förderprogramm eigentlich erst gibt, mehr Mittel abgerufen werden konnten. Sie haben hier die These aufgemacht, wir bauen nicht für den Mittelstand. Da würde ich ja gern mal wissen, wie Sie eigentlich für den Mittelstand bauen wollen. Die Stadt hat keinerlei Einfluss auf diesen Wohnungsmarkt außerhalb einer kommunalen Wohnungsgesellschaft. Und diese kommunale Wohnungsgesellschaft baut dort, wo es in dieser Stadt am dringend notwendigsten ist, nämlich für kleinere und mittlere Einkommen von Menschen in dieser Stadt. Wir bauen doch keine Wohnungen, die nur Menschen in Sozialleistungsbezug zugutekommen. 20% unserer Stadtbevölkerung haben ein Einkommen, das sie dazu berechtigt, einen Wohnberechtigungsschein zu beantragen und in die Wohnungen der WED einzuziehen. Und dazu haben wir beim letzten Mal auch noch das Thema Durchmischung und freifinanzierten Wohnungsbau eröffnet, was so bei der Gründung der Gesellschaft auch nicht absehbar war, dass das mit dem Gesellschaftszweck funktioniert. Deswegen haben wir es jetzt auch nachgeholt. Aber auch das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn Sie beim letzten Mal der Debatte gelauscht hätten, dann wüssten Sie das, dass man das durchaus kontrovers diskutieren kann. Herr Schmelich und ich haben das damals getan. Und die Frage bleibt im Raum stehen, wie bauen wir denn eigentlich für den Mittelstand? Weil die privaten Bauunternehmen, die hier im Moment in dieser Stadt bauen, wir sehen das gerade in der Altstadt, Herr Schmelich hat darauf verwiesen, zu Preisen bauen, die nur wirklich nicht mittelstandskonform sind und wo deswegen die Wohnungen auch leer stehen bleiben. Aber sie bauen zu diesen Preisen und eben nicht für den Mittelstand. Und jetzt erschließt sich mir nicht so richtig die Schlussfolgerung, wie eine Reduzierung der Verpflichtung, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, mehr Wohnungen für den Mittelstand schaffen soll. Das wird mehr Wohnungen schaffen im Mietpreisbereich von 13, 14, 15 Euro pro Quadratmeter Netto-Kaltmiete, die im Zweifelsfall leer stehen bleiben, aber doch keine zusätzlichen Wohnungen für den Mittelstand. Herr Flemming hat gemeint, der hat die These in den Raum geworfen, das wirkt den Wohnungsbau in dieser Stadt ab. Können Sie mal eine einzige Großstadt in dieser Bundesrepublik nennen, die kein kooperatives Baulandmodell hat, wo die Quote nicht mindestens bei 20% liegt? Und können Sie mir, und es gibt nur zwei Städte, die tatsächlich bei 20% sind, der allergrößte Teil ist bei 30% oder 40%, es gibt sogar ein Beispiel, das ist bei 50%. Haben wir gerade eben irgendwo in irgendeiner Großstadt in dieser Bundesrepublik Anzeichen dafür, dass der Wohnungsbau nicht mehr in den Großstädten stattfindet? Nennen Sie mir ein Beispiel, ich kenne tatsächlich keins. Und auch Ihr zweites Beispiel geht meiner Meinung nach fehl, wenn man sich mal anguckt, wie die Stadtverwaltung gerade eben bei den Baugenehmigungen für Wohnungen unterwegs ist. Es ist gerade eben der Quartalsbericht zu den statistischen Zahlen dieser Stadt veröffentlicht worden. Da können Sie ganz aktuell drinnen nachlesen, dass im zweiten Quartal 2020 Baugenehmigungen für 1800 Wohnungen vergeben wurden. Das ist der höchste Wert, der je in einem Quartal erreicht wurde seit 2010. Und Sie erzählen hier, die Arbeitsgeschwindigkeit der Verwaltung sei nicht schnell genug und deswegen müssten wir jetzt hier Ausnahmen vom kooperativen Baulandmodell beschließen. Das ist doch völliger Quatsch. Wir wissen, dass B-Pläne trotzdem natürlich nicht schneller bearbeitet werden könnten, aber wir sind tatsächlich gerade eben in der Lage, relativ vielen Wohnungen eine Baugenehmigung zu erteilen. Und das Thema Vertrauensschutz ist, glaube ich, eins, was durchaus überzeugt. Deswegen ist auch meine Fraktion zu dem Schluss gekommen, dass wir der Vorlage, so wie sie im Stadtentwicklungsausschuss dann am Ende beschlossen wurde, zustimmen würden. Punkt, genau. Vielleicht hilft auch noch mal ein Blick in das, was letztens in der Zeitung stand. Sie werden sicherlich den Familienkompass wahrgenommen haben, der in der Sächsischen Zeitung und auch in der DNN noch mal größer aufgemacht wurde. Da war das Thema Bezahlbarkeit von Wohnraum das Thema, was die Menschen am meisten umgetrieben hat in dieser Stadt. Und Sie wollen jetzt hier tatsächlich den Weg einschlagen, weniger bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und dafür mehr teuren Wohnraum, der tendenziell irgendwann tendenziell zu großen Anteilen nicht vermietet wird oder sehr zäh und langsam vermietet wird. Ich halte das tatsächlich für einen völlig falschen Weg.
und glaube, wir sollten bei unserem kooperativen Baulandmodell bleiben, wie es jetzt ist, und der Vorlage in der Form des Stadtentwicklungsausschusses zustimmen. Vielen Dank. So, wird darüber hinaus das Wort gewünscht? Ja, das sind Herr Schmählich und dann Herr Dr. Schulte-Wissermann. Ich habe das jetzt schon aufgerufen. Also erstmal, danach kommt der Geschäftsordnungsantrag. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss noch mal das Wort ergreifen, weil ich doch tief erschüttert bin. Was ist hier passiert? Die CDU hat sich in den Ausschüssen bisher positiv zu diesem Vertrauensschutz für die Investoren verhalten. Und jetzt wird, und das wurde in der Abstimmung des Vorziehens dieses Tagesordnungspunktes deutlich, gedealt mit AfD, Freien Wählern, FDP sowieso, um hier nicht, ja natürlich, ich bin wirklich tief erschüttert, weil hier geht es um eine elementare Frage der Zukunftsfähigkeit Dresdens, um eine elementare Frage. Mit der Mehrheit, der konservativen Mehrheit, wurde vor wenigen Jahren der komplette Bestand Sozialwohnungen verkauft. Und hier versucht heute wieder eine konservativ-reaktionäre Gruppe in diesem Stadtrat, ich rege mich bewusst auf, versucht wieder im Grunde genommen die zarten Pflänzchen, die wir jetzt in dieser Stadt gesetzt haben, um sozialen Wohnungsbau, bezahlbaren Wohnungsbau wieder zu ermöglichen, wieder zu kippen, wieder im Grunde genommen hier sozusagen gegen eine Form im Interesse, Reform im Interesse der Mieterinnen und Mieter zu putschen. Ich halte, ich sage es nochmal, der Tagesordnungspunkt heißt, die Vorlage heißt, Ausnahme der Richtlinienkooperatives des kooperativen Baulandmodells. Hier geht es aber nicht um Ausnahme. Hier geht es darum, die gesamte Vorlage zu killen, die gesamte Richtlinie zu killen. Ich halte das für rechtswidrig, das sage ich nochmal in aller Deutlichkeit und bitte auch den Oberbürgermeister, das zu prüfen. Und dann sage ich nochmal auch inhaltlich einen Satz. Sie betreiben hier nicht das Geschäft derjenigen, die Wohnungsbau in Dresden voranbringen, um dann die Wohnungen zu vermieten, sondern sie betreiben das Geschäft der Spekulanten, derjenigen, die in dieser Stadt Wohnungen bauen und deren Geschäftsmodell darin besteht, diese Wohnungen dann gleich teurer wieder zu verkaufen. Und so entstehen nämlich genau diese horrenden Mieten in dieser Stadt. Und genau das unterstützen Sie hier in Ihrer konservativ-reaktionären Koalition. Ich bitte Sie, sich das noch einmal sehr gut zu überlegen, weil damit meines Erachtens Sie wirklich einen gewissen Konsens in diesem Stadtrat extrem aufs Spiel stellen. Und lieber Kollege Flemming, sich hinzustellen und zu sagen, eigentlich sind wir für den sozialen Wohnungsbau. Oder nein, wir haben ihn immer unterstützt. Aber das, sage ich mal, das ist Dolchstoß, den Sie hier betreiben. Und von daher sozusagen ist es inakzeptabel. Zusätzlich beantrage ich vor der Abstimmung noch eine Auszeit. Vielen Dank. So, jetzt war Geschäftsordnungsantrag, Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich glaube, die Meinungen sind ausgetauscht. Gleichzeitig will ich auf den Blutdruck von Herrn Schmählich Rücksicht nehmen. Deswegen beantrage ich Ende der Debatte. Gibt es dazu Gegenrede? Herr Lichti. Herr Oberbürgermeister, ein ungeheurer Skandal, was hier die reaktionäre, konservative Mehrheit versucht zu machen. Sie versucht hier durch die Hintertüre einen... Gegenrede war jetzt gefragt. Ja, das mache ich gerade, Herr Oberbürgermeister. Und die Sache ist mir zu ernst, als dass Sie jetzt hier bitte mich unterbrechen. Es ist wirklich ein Skandal sondersgleichen, dass hier mit Tagesordnungstricks und mit doch Ende der Redezeit Anträge hier eine der wichtigsten Debatten, die wir in den letzten 10, 15 Jahren in dieser Stadt geführt haben, zu einem gewissen Konsens geführt haben, praktisch durch die Hintertüre torpediert werden soll. Das ist ein Skandal sondersgleichen. Und deswegen kein Ende der Redeliste. So, wir haben einen Geschäftsordnungsantrag, der war Ende der Debatte. Und es gab die Gegenrede. Und jetzt stimmen wir darüber ab.
Wer für Ende der Debatte ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Fünfunddreißig Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung wird das so angenommen. Noch ein Geschäftsordnungsantrag. Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, das war ja sehr knapp und wir haben ja schon Streitigkeiten über durchgeführte Abstimmungen aus einer der vergangenen Sitzungen hier in der Messe und da wollen wir uns doch mal Klarheit verschaffen über die Verhältnisse und deshalb beantrage ich Wiederholung der Zählung. Also, wir machen die Wiederholung der Zählung. Ist noch ein Geschäftsordnungsantrag. Herr Bürgermeister, ich bitte Sie, vor der Schlussabstimmung wirklich prüfen zu lassen, ob dieser Antrag überhaupt zulässig ist. Der Kollege Schmelich hat ausgeführt, dass zu diesem Antrag, der hier von Freimäher gestellt wurde, nicht geladen worden ist. Die Vorlage, die wir hier zu behandeln haben, ist eine Ausnahmeregelung vom kooperativen Baulandmodell. In diesem Zusammenhang das Kernstück des kooperativen Baulandmodells überhaupt zu kippen, ist nicht nur politisch allerunterste Schublade, es ist auch aus meiner Sicht rechtlich nicht zulässig. Ich bitte das, dass Sie das prüfen und dass Sie diesen Antrag nicht zulassen. Danke. Also, wir kommen zunächst erstmal über die zur namentlichen Abstimmung. Weil wir keine schöne Anlage haben, würden wir das entsprechend aufrufen und dann halten wir das richtig fest. Dann gibt es keine Diskussion, ob ich jetzt irgendeinen in dem Ausschnitt des Videos gesehen oder nicht gesehen habe und dabei ist. Und deswegen würde ich Herrn Toastmann bitten, die einzelnen Stadträtinnen und Stadträte aufzurufen, inwieweit jetzt Ende der Debatte positiv durchgekommen ist. Frau Arnert? Ja, wir sind erstmal bei Ende der Debatte. Frau Arnert? Frau Apel? Herr Aschenbach? Frau Barkow? Frau Bischofberger? Herr Blödner? Herr Böhm? Herr Braun, Herr Dr. Brauns, Herr Breuer, Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Drews, Herr Engel, Frau Filius-Jähne, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmer, Herr Gilke, Herr Göhler, Frau Graul, Herr Hannisch, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Herr Kaden, Herr Kaniewski, Herr Kiesling, Frau Krause, Herr Krüger, Herr Lazinski, Leo Lenz, Herr Lichti, Herr Lommel, Herr Löser, nicht da, Herr Maloney, Frau Marschner, Herr Mattes, Frau Mühle, Herr Müller, Frau Nikolov, Herr Nitsche, Frau Dr. Osiander, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Frau Scharnetzky, Frau Schewe,
Herr Schlick, Herr Schmählich, Herr Schmidt, Herr Schollbach, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Frau Sturm, Herr Vetterlein, Frau Dr. Vogel, Frau Wagner, Frau Walter, Frau Wendt, Herr Wiedemann, Herr Wirtz, Herr Zastrow, Herr Hilbert. Also auch nochmal fürs Protokoll ganz namentlich, ganz sauber aufgeführt, kommt zum selben Ergebnis, 35 Ja, 34 Nein, eine Enthaltung. Damit wäre das so erstmal angenommen, was den Geschäftsordnungsantrag ist, auf Ende der Debatte. Dann warten Sie mal, kommt gleich rein. Dann war der zweite Punkt, was die juristische Prüfung angeht, das würde ich zusagen. Machen wir jetzt hier nicht im Schnellflug, sondern wird ganz ordnungsgemäß im Nachgang geprüft und im Zweifel muss bei positiver Beschlussfassung und Nichtrechtmäßigkeit der Oberbürgermeister anschließend widersprechen. Und jetzt Geschäftsordnung, Herr Schollbach. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, hier ist ja nun ein weitreichender Antrag gestellt worden, hier im Stadtrat. Das erfordert jetzt natürlich auch noch eine Auseinandersetzung und eine Besprechung innerhalb der Fraktion. Dazu braucht es auch die erforderliche Zeit und deshalb beantrage ich hiermit eine Auszeit von 15 Minuten. Auszeit von 15 Minuten ist beantragt. In diesem Fall würde ich sagen, stimmen wir mal darüber ab, weil es doch relativ viel Zeit, die beantragt ist. Wer für eine Auszeit von 15 Minuten jetzt ist, den bitte ich um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung. Ja, 36 Nein, keine Enthaltung, wird damit abgelehnt. Habe ich jetzt nie registriert, dass Sie eine Auszeit. Also wenn Sie in der Rede was sagen, dann ist das, nehme ich das zur Kenntnis, aber nie als Antrag. Aber wenn Sie das jetzt nochmal explizit formulieren, dann genehmige ich an dieser Stelle und mache das vom Sitzungsleiter 5 Minuten Auszeit und danach geht es weiter.
So, meine Damen und Herren, dann lassen Sie uns mal fortsetzen. Und mit dem Ende der Auszeit sind die nächsten Geschäftsordnungsanträge da. Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebes Haus, liebes geehrte Stadtrathaus, durch die Geschehnisse, die geschehen sind, ist es jetzt mir, obwohl ich schon namentlich auf die Liste, Rednerliste geschrieben wurde, nicht möglich gewesen, einen Redebeitrag zu halten. In Anbetracht dieser doch sehr wichtigen Diskussion beantrage ich jetzt, das ist unüblich, aber kann ich jederzeit machen, Wiedereröffnung der Rednerliste, damit wenigstens ich noch meinen schon angekündigten Beitrag halten kann. Wenn Sie dem nicht zustimmen, ist das wirklich eine grobe Verletzung der guten Sitten, muss ich sagen. Und dies würde sehr, sehr deutlich machen, was hier gespielt wird. Ich bitte Sie daher, nicht wirklich oder irgendwas anderes, sondern Ende Rat gerade abgestimmt und das ist durch. Jetzt Geschäftsordnungsantrag, Herr Wirtz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir erleben heute Abend hier einen doppelten Handstreich. Erstmal mit einem grundsätzlichen Eingriff in eine Richtlinie der Stadt mit einem Fresszettel, der noch nicht mal vorbereitet war. Und zweitens mit der Unterbindung einer demokratischen Aussprache. Das zeigt schon mal die Feigheit des Lagers, was hier agiert. Aber Sie hatten einen Geschäftsordnungsantrag, also was ist jetzt der geschäftsordnende Antrag? Herr Oberbürgermeister, Sie dürfen nach Geschäftsordnung jederzeit das Wort ergreifen und ich ersuche Sie, dass Sie dieser Verwaltung vorstehen, die uns eine Richtlinie mit 30% an die Hand gegeben hat vor anderthalb Jahren, Ihr Abstimmungsverhalten vorher zu erläutern, wie Sie dazu Stellung nehmen. Ihr Abstimmungsverhalten wird in dieser entscheidenden Frage den Ausschlag geben. Und ich ersuche Sie, den Antrag von den Freien Wählern abzulehnen. Vielen Dank. Das ist kein Geschäftsordnungsantrag. Herr Dreves will auch einen Geschäftsordnungsantrag. Ich hoffe, diesmal ist es einer. Es ist ja schon mehrfach angezweifelt worden, dass zu diesem Tagesordnungspunkt oder zu dieser Entscheidung tatsächlich geladen worden ist. Ich möchte noch mal ganz explizit darum bitten, dass genau diese Zweifel an der Ladung zu dieser Fragestellung auch ins Protokoll aufgenommen werden, damit wir dann im Zweifelsfall im Nachgang das auch alles ordentlich nachvollziehen können. Also die Frage ist, gibt es irgendwelche jetzt wirklich Geschäftsordnungsanträge, sonst komme ich zur Abstimmung. Herr Lichti. Herr Oberbürgermeister, ich beantrage Rückverweisung in die Ausschüsse Stadtentwicklung und Bau und Soziales. Begründung, hier ist uns eine Vorlage per Änderungsantrag vorgelegt worden, die nicht beraten worden ist und die ganz erhebliche Auswirkungen auf den kommunalen sozialen Wohnungsbau in Dresden in den nächsten Jahren haben wird. Damit, ich sag's mal, ist fast sogar der soziale Frieden dieser Stadt in Frage gestellt, wenn diese Vorlage durchkäme. Wenn nicht was, muss in den Ausschuss bearbeitet werden. Danke. Es ist ein Geschäftsordnungsantrag auf Rücküberweisung gestellt. Gibt es dazu Gegenrede? Das sehe ich nicht. Dann stimmen wir ab. Wer für die Rücküberweisung in den Stadtentwicklung und Bau- und Sozialausschuss ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Bitte Konzentration. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. 34 Ja-Stimmen, 35 Nein. Eine Enthaltung wird damit abgelehnt. So, jetzt war noch eine Geschäftsordnung. Herr Scholbach.
habe, Herr Lichti, können Sie bitte mir den Blick auf den Oberbürgermeister ermöglichen? Vielen Dank. Ich warte, bis Ruhe ist, bis sich das rechte Lager beruhigt hat. Zwei Punkte. Zunächst beantrage ich aufgrund der Bedeutung der Angelegenheit und aufgrund der Unübersichtlichkeit dieses Saals Wiederholung der Zählung, auch zu dieser Frage, erstens. Und zweitens, zur Wahrung meiner Rechte, Rüge, Herr Oberbürgermeister, hören Sie mir bitte zu. Zur Wahrung meiner Rechte rüge ich hiermit förmlich, dass zu dem Antrag, der hier gestellt worden ist von den Freien Wählern, der Stadtrat nicht geladen ist. Ich bitte, diese Rüge in das Protokoll aufzunehmen und schließe mich dem Verweisungsantrag von Herrn Lichti ausdrücklich an. So, der Einfachheit halber würde ich Ihnen vorschlagen, dass wir den Änderungsantrag, der ein Ersetzungsantrag ist, richtig, Herr Nietzsche? Den würde ich direkt namentlich abstimmen, das spart uns eine Abstimmung und dann damit dann einsteigen. Noch ein Geschäftsordnungsantrag, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, es ist ja sehr deutlich geworden, wie massiv eben gerade auch bei der einen oder anderen Abstimmung auf einzelne Stadträtinnen und Räte eingewirkt worden ist, um ein bestimmtes Verhalten, Abstimmungsverhalten zu generieren. Aus dem Grunde sind für mich genug Anzeichen da, dass diese Abstimmung nur in bedingter Weise und auch ob der großen Bedeutung für die Stadt hier es genügend Gründe gibt, um eine geheime Abstimmung zu beantragen, was ich hiermit tue. Ich hätte zu Ihrem Geschäftsordnungsantrag gesagt, wir gehen direkt in die namentliche Abstimmung, um das abzukürzen. Herr Oberbürgermeister, mit Verlaub, es liegt mir völlig fern, Sie belehren zu wollen, aber es handelt sich einfach um unterschiedliche Gegenstände. Herr Lichti hat zunächst beantragt eine Verweisung in einen Ausschuss. Dazu wurde ein Ergebnis festgestellt. Ich habe dann beantragt, zu diesem Geschäftsordnungsantrag und zu diesem festgestellten Ergebnis eine namentliche Abstimmung durchzuführen. Eine namentliche Abstimmung über diesen Antrag ist etwas völlig anderes als eine Abstimmung in der Sache. Wir sind zunächst einen Schritt davor. Und ich verweise hier auf unsere Geschäftsordnung, Paragraph 12 Absatz 2, wird ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, so muss nach Rede und Gegenrede sofort abgestimmt werden. Zunächst wäre jetzt über den von mir gestellten Geschäftsordnungsantrag abzustimmen, nämlich auf namentliche Abstimmung über den Antrag von Herrn Lichti. Findet er eine Mehrheit, dann wäre eine Verweisung vorgenommen. Findet er keine Mehrheit, dann wären wir bei Ihnen und würden dann in die Sachabstimmung eintreten. Dann liegt tatsächlich ein Irrtum vor. Ich habe Ihren Antrag so verstanden, dass Sie eine namentliche Abstimmung wünschen über die oder eine Wiederholung der Zählung bei dem dann Antrag von Herrn Nietzsche und jetzt nicht in Bezug auf den von Herrn Lichti. Dann ist das entweder nicht so formuliert oder nicht so bei mir adressiert und angekommen worden, dann sei es dahingestellt. Dann gehen wir in die namentliche Abstimmung zu dem Antrag auf Verweisung in die Ausschüsse Stadtentwicklung und Bau und Soziales. Und ich bitte um namentliche Aufruf und Abstimmung, wer für die Verweisung ist. Der müsste Ja stimmen, wer dagegen ist mit Nein und ansonsten Enthaltung. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Aschenbach, Frau Barkow, Frau Bischofberger,
Frau Bischofberger? Herr Blödner? Herr Böhm? Herr Braun? Herr Dr. Brauns? Herr Breuer? Frau Kaspari? Herr Kolditz? Frau Dagen? Herr Dr. Deppe? Herr Dietze? Herr Drews? Herr Engel? Frau Filius-Jähne? Herr Fischer? Herr Flemming? Frau Frohwieser? Frau Dr. Geitsch? Herr Genschmer? Herr Gilke? Herr Gilke? Also ich bitte mal bitte hier um Ruhe. Ach, oh das ist ganz katastrophal nein. Für die Kollegen, das wirklich das Gute bekommen, ja. Denn permanent zwischengequatscht hier ist. Herr Göhler? Nein. Frau Graul? Herr Hannisch? Nein. Frau Hanser? Ja. Herr Hase? Nein. Herr Hecht? Frau Holowenko? Herr Kaden? Herr Kaniewski, Herr Kiesling, Frau Krause, Herr Krüger, Herr Laczynski, Leo Lenz, Herr Lichti, Herr Lommel, Herr Löser mittlerweile da? Nein. Herr Maloney, Frau Marschner, Herr Mattes, Frau Mühle, Herr Müller, Frau Nikolov, Herr Nietzsche, Frau Dr. Osiander, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Herr Rentsch? Nein. Frau Scharnitzky, Frau Schewe, Herr Schlick, Herr Schmählich, Herr Schmidt, Herr Scholbach, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Frau Sturm, Herr Vetterlein, Frau Dr. Vogel, Frau Wagner, Frau Walter, Frau Wendt, Herr Wiedemann, Herr Würz, Herr Zastrow, Herr Hilbert.34 Ja-Stimmen, 36 Nein, keine Enthaltung, damit abgelehnt. So, haben wir noch irgendwelche Anträge? Dann kämen wir zur Abstimmung über den Ersetzungsantrag. Ich bitte um Nachsicht, aber ich meine, ich habe sowohl vorhin ordnungsgemäß einen Geschäftsordnungsantrag gestellt und auch jetzt habe ich einen gestellt, der nach unserer Geschäftsordnung auch begründet werden muss und ich habe ihn begründet, nämlich den Antrag auf geheime Abstimmung bei dem Thema, welches ich damit begründet habe, dass es ganz offenkundig so ist, dass hier sozusagen versucht wird, auch auf Stadträtinnen und Stadträte der CDU Einfluss zu nehmen, sich entsprechend zu verhalten. Ja, natürlich, das habe ich gerade erlebt. Und aus dem Grunde halte ich eine freie Abstimmung zu diesem Thema als gefährdet. Und aus dem Grunde beantrage ich hier die geheime Abstimmung nach Geschäftsordnung. Also ist ein Antrag auf geheime Abstimmung gestellt worden.
Den gilt es abzustimmen. Wer? Nein, ist Schluss. Wer ist für geheime Abstimmung? Den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Machen. 34 Ja, 36 Nein, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Geschäftsordnung, Herr Lichti. Herr Oberbürgermeister, ich beantrage namentliche Abstimmung. Was haben Sie beantragt? Können Sie noch mal bitte wiederholen? Ich habe nicht gehört, was Sie nach der Abstimmung wollen. Herr Oberbürgermeister, ich beantrage namentliche Abstimmung. Namentliche Abstimmung ist beantragt. Das habe ich vorhin schon mal schlichterweise im Sinne des Herrn Scholbach gemeint, dass es ist, und hatte damals schon vorgeschlagen gehabt und würde das jetzt wieder aufrufen, dass wir direkt in die namentliche Abstimmung über diesen Punkt eintreten, um das abzukürzen. Bitte schön, was haben wir noch für den Geschäftsordnungsantrag? Herr Oberbürgermeister, mir scheint das Thema recht umstritten und ich muss zugestehen, dass ich nicht ganz genau weiß, worüber wir jetzt eigentlich abstimmen sollen, weil mir der Antrag nicht schriftlich vorliegt. Ich würde darum bitten, dass das nochmal ganz ausführlich dargestellt wird. Also, wir stimmen jetzt namentlich ab über den Ersetzungsantrag von Herrn Nitsche eingebracht, der vorsieht, dass Anlage im Punkt 471 des Beschlusses über das kooperative Bauernhandmodell wird dahingehend geändert, dass für alle Bebauungsverfahren grundsätzlich 15% der Geschossfläche Wohnen im Plangebiet für Wohnzwecke im sozialen Wohnungsbau als geförderter Mietpreis und belegungsgebundene Wohnungen zu errichten sind. Dies ist so als Ersetzungsantrag gestellt und für das Geschäftsordnungsantrag. Also, Herr Oberbürgermeister, Sie hatten jetzt schon Schwierigkeiten, es fehlerfrei vorzulesen. Und da es ja komplex ist, bitte ich einfach darum, dass Sie uns das jetzt über das System auf unserer Endgeräte zuspielen. Das ist ja sicherlich kein Problem, das hier zu machen, damit wir es erstens schriftlich haben. Zweitens bitte ich darum, dass von Seiten der Verwaltung sozusagen dargestellt wird, da das hier ad hoc beantragt ist, welche konkreten Konsequenzen das hat. Rechtlicher Natur, sachlicher Natur. Zu diesen Änderungsantrag, um Sie die zwei Dinge uns schriftlich jetzt bitte zustellen und von Seiten der Verwaltung dazu eine Stellungnahme abgeben. Danke. Also, ich habe es gerade noch mal aufgeführt und insofern gibt es dafür keine Veranlassung. Sie haben alle entsprechend davon jetzt Kenntnis und darüber kann abgestimmt werden. Natürlich, selbstverständlich. Jetzt Schluss. Ich habe mit Spielereien habe ich jetzt die Nase voll. Meister, ich habe eine Nachfrage über den Text. Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Nachfrage über den Text. Haben Sie gerade eben tatsächlich die Formulierung grundsätzlich 15% verlesen? Oder steht das Wort grundsätzlich im Beschlussantrag oder steht das Wort grundsätzlich nicht im Beschlussantrag? Ich möchte es auch gerne erläutern. Das hat rechtlich gravierende Auswirkungen. Grundsätzlich heißt, dass es Ausnahmen gibt. Anders als im üblichen laienhaften Sprachgebrauch, ist es im juristischen Sprachgebrauch, heißt es, es gibt Ausnahmen. Wenn das so gemeint sein soll, dann bitte ich den Antragsteller zu erläutern, wie er das denn gemeint hat. Also, es steht grundsätzlich drin, das habe ich gerade ja nochmal verlesen und ich betone das auch nochmal, dass ich richtig gelesen habe, so steht es in dem Antrag. Und ansonsten sind wir
ist Ende der Debatte gewesen und wir kommen jetzt dann zur Abstimmung. Aber wir müssen ja wissen, worüber wir abstimmen. Das habe ich ja gerade vorgelesen. Entschuldigen Sie bitte, aber Sie haben eben gerade gesagt, wir würden über etwas abstimmen, was Anlage dieser Vorlage ist. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich habe hier einen Beschlusstext. Und ich habe keine Änderung zu diesem Beschlusstext, sondern ich habe irgendeine Änderung, die sich auf eine Anlage bezieht, aber die gar nicht Gegenstand der Abstimmung ist. Seien Sie mir nicht böse. Das ist aber jetzt hier gerade wirklich alles totales Chaos. Also ich muss doch auf irgendwas mich beziehen, was Gegenstand dieser Vorlage ist. Offensichtlich entscheiden wir gar nicht mehr über irgendetwas, was Gegenstand dieser Vorlage ist. So, gibt es jetzt noch wirklich geschäftsordnende Anträge? Sonst komme ich jetzt wirklich. Haben wir noch einen Geschäftsordnungsantrag? Also ich bitte erstens darum, uns das jetzt noch zuzustellen, dass wir wissen, was wir abstimmen. Und zweitens beantrage ich jetzt als Änderungsantrag zum Änderungsantrag die Zahl 15 durch die Zahl 30 zu ersetzen. Also, Herr Schäuble. Ich würde gern folgenden Antrag stellen. Hilfsweise für den Fall, dass der Änderungsantrag des Genossen Mattes keinen Erfolg haben sollte, beantrage ich, die Zahl durch die Zahl 29 zu ersetzen. Also, wir kommen zunächst zur Abstimmung. Ich gebe mal eine halbe Minute. Also, ich wollte mich jetzt nur noch mal vergewissern. Also es ist ein Ersetzungsantrag gestellt worden und ich kann jetzt nicht einen Ersetzungsantrag vorher ändern, der gar nicht beschlossen ist. Und wenn er ersetzt ist, ist er ersetzt. Ja, doch, sehr wohl. Es gibt einen Ersetzungsantrag und ich beschließe nie über Änderung des, eines Ersetzungsantrags. Das ist gar nicht zulässig nach Geschäftsordnung. Nein, es gibt diese Anträge, lasse ich als unzulässig nicht zu, weil sie nicht zu. Bitte schön, Geschäftsordnungsantrag. Ich hätte gerne den Geschäftsordnungsantrag. Ich habe gesehen, dass die Frau Jenischen als zuständige Beigeordnete sich meldet. Und da es ja hier schon um einen Beschluss erheblicher Tragweite geht, würde ich gerne Ihre Meinung als zuständige Beigeordnete noch hören. Wir sind nicht mehr in der Debatte, wir sind in dem Abstimmungsverfahren. Und insoweit kommen wir, treten wir jetzt ein in die Abstimmung. Der ist nicht zulässig, den habe ich Ihnen gerade, können Sie im Protokoll. Und Herr Oberbürgermeister, dann möchte ich Sie ersuchen, ich rüge den Umstand, dass Sie den von mir gestellten Änderungsantrag nicht zur Abstimmung zulassen. Ich begehre, dass diese Rüge in das Protokoll aufgenommen wird. Ich möchte das wie folgt begründen. In der Geschäftsordnung ist in § 16 Absatz 1 folgende Regelung getroffen. Verfahrensleitende Anträge zur Behandlung des Hauptantrages sind voranzustellen. Als Hauptantrag gilt der Antrag, der Grundlage für die Aufnahme des Punktes in die Tagesordnung war. Änderungsanträge,
dies sind auch Ergänzungs- und Ersetzungsanträge, sind vor dem Hauptantrag abzustimmen, wobei für die Reihenfolge der Grad der Abweichung vom Hauptantrag maßgebend ist. Der Änderungsantrag, der am weitesten abweicht, ist zuerst abzustimmen. Danach ist der Hauptantrag in der gegebenenfalls geänderten Fassung zur Abstimmung zu stellen. So, in der Logik der Sache ist es völlig klar, dass wenn ein Ersetzungsantrag gestellt wird und dazu Änderungsanträge gestellt werden, dass die auch abgestimmt werden. Denn man muss ja, der Stadtrat muss ja die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen auf etwaige Änderungen von Anträgen. Und deshalb sind diese Anträge ohne weiteres zulässig. Erste Bemerkung. Und zweite Bemerkung. Ihnen steht kein Prüfungsrecht dieser Anträge zu. Wenn Sie sagen, der Antrag der Freien Wähler ist ein zulässiger Ersetzungsantrag, dann können Sie nicht eingreifen und andere gleich ähnliche Änderungs- oder Ersetzungsanträge nicht zulassen. Sie müssen sich für eine Linie entscheiden. Entweder sind Änderungs- und Ersetzungsanträge zu diesem Gegenstand zulässig oder eben nicht. Sie können aber nicht willkürlich hier einzelne Anträge herausgreifen nach eigenem Gutdünken und Gutsherrenart und andere einfach nicht zur Abstimmung zulassen. Und ich erwarte, dass Sie sich jetzt demokratisch ordnungsgemäß verhalten und hier die Anträge, die gestellt wurden, entsprechend zur Abstimmung zulassen. Ich erkläre noch mal zum Protokoll, damit es auch keine Missverständnisse gibt am Ende. Es ist nicht zulässig, einen Änderungsantrag zu einem Ersetzungsantrag zu stellen. Und von dieser Seite her ist das kein zulässiger Antrag. Und insofern ist er von mir auch nicht zuzulassen. Herr Matzis. Dann modifiziere ich jetzt wie folgt. Dann stelle ich ebenfalls einen Ersetzungsantrag zum Hauptantrag, in welchem der gegenüber dem anderen gestellten Änderungsantrag die Zahl 15 durch die Zahl 30 zu ersetzen ist. Das ist dann sozusagen, und das Wort grundsätzlich zu streichen ist. So, das ist dann ein gleichartiger Ersetzungsantrag, der offensichtlich weitergeht, und ich bitte den dann zunächst abzustimmen. Nee, da muss ich Sie enttäuschen. Der weitergehende Änderungsantrag zum bestehenden Sachlage ist der, es auf 15% zu ändern. Und insofern ist der weitestgehende Antrag und ist zunächst abzustimmen. Und natürlich. Und wenn der keine Mehrheit hat, dann wäre dann der Ihrige der Nächste. Woran messen Sie denn das? Müsste ich jetzt 50% beantragen, damit es weitergehend wäre? Ja, der 50 ist ein weitergehender Antrag als die 15 in der Abweichung von dem heutigen 30. So. Also, wir kommen jetzt zur namentlichen Abstimmung über den Ersetzungsantrag von Herrn Nitsche. Und ich bitte um Aufruf der jeweiligen Stadträtinnen und Stadträte, um dieses auch zu dokumentieren. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Aschenbach, Frau Barkow, Frau Bischofberger, Herr Blödner, Herr Böhm, Herr Braun, Herr Dr. Brauns, Herr Breuer, Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Drews, Herr Engel, Frau Filius-Jähne, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmer, Herr Gilke, Herr Göhler, Frau Graul, Herr Hannisch, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Herr Kaden, Herr Kaniewski, Herr Kiesling,
Frau Krause, Herr Krüger, Herr Laczynski, Leo Lenz, Herr Lichti, Herr Lommel, Herr Löser, Herr Maloney, Frau Marschner. War das ein Ja? Ja. Herr Mattes, Frau Mühle, Herr Müller, Frau Nikolov, Herr Nitsche, Frau Dr. Osiander, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Frau Scharnetzky, Frau Schewe, Herr Schlick, Herr Schmählich, Herr Schmidt, Herr Schollbach, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Frau Sturm, Herr Vetterlein, Frau Dr. Vogel, Frau Wagner, Frau Walter, Frau Wendt, Herr Wiedemann, Herr Wirz, Herr Zastrow, Herr Hilbert. In der namentlichen Abstimmung ist das Ergebnis 35 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Damit ist der Ersetzungsantrag angenommen worden und so beschlossen. Frau Filius-Jene. Ich möchte eine persönliche Erklärung abgeben, Herr Oberbürgermeister, und die richtet sich vor allem an Sie von den Herrschaften hier auf der linken Seite, habe ich es jetzt nicht anders erwartet. Aber dass angesichts der Tatsache, dass hier im Raum bekannt ist, dass Herr Löser heute wegen der Beerdigung einer engen Verwandten nicht hier sein kann, die zufälligen Mehrheiten so ausgenutzt werden und Sie, Herr Oberbürgermeister, hätten durch Ihre Stimme zumindest mal anhalten können, dass wir heute diese Entscheidungen so treffen und noch mal in Ruhe in den Ausschüssen oder wo auch immer darüber diskutieren hätten können, wenn der Bedarf da ist. Ich empfinde das gerade wirklich als einen Tiefpunkt der Kultur in diesem Rat. Also, wenn wir bei persönlichen Erklärungen sind, dann gestatte ich mir, das auch von meiner Seite zu tun und darauf hinzuweisen. Ich habe mich bewusst der Stimme enthalten, weil ich es nicht im Moment juristisch an dieser Stelle überblicken kann und das prüfen möchte, inwieweit dieser Beschlusspunkt hier zulässig ist. Aber ich gestehe auch, und das mache ich daraus keinen Hehl, dass ich ihn für inhaltlich für richtig halte. Bitte schön. Ja, ich möchte auch eine persönliche Erklärung abgeben. Zunächst bedauern wir natürlich den Verlust von Herrn Löser. Niemand wusste das. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Wir haben heute erlebt, wie von Seiten der Grünen und der Linken die demokratische Debattenkultur in diesem Stadtrat mit Füßen getreten wurde. Geschäftsordnungsanträge wurden missbräuchlich verwendet, um den Stadtrat in seinen Beratungen zu verzögern. Damit wurden auch Steuergelder unserer Bürger verschwendet. Man muss als Demokrat, und Sie behaupten immer, Sie sind Demokraten, Sie behaupten immer, Sie sind Demokraten, jetzt rede ich, das gehört auch zur Demokratie.
Als Demokrat müssen Sie auch mal eine Niederlage einstecken können. Und es kann auch passieren, dass aus welchen Gründen, so schlimm und so unangenehm sie sein mögen, einer von den Fraktionsmitgliedern mal nicht da ist. Das ist einfach so, kommt bei uns auch vor, kommt bei anderen auch vor. Das ist halt so, das muss man hinnehmen, das gehört dazu. Und deshalb bitte ich Sie in Zukunft, sich an die Spielregeln des gedeihlichen Zusammenarbeitens in diesem Stadtrat zu halten, sich als Demokraten zu verhalten und in Zukunft die Sitzung nicht sinnlos zu verzögern. Denn was wir heute gesehen haben, also entweder man beschließt eine namentliche Abstimmung oder eine geheime Abstimmung, das ist was völlig anderes. Es war einfach eine Farce und wir möchten das nicht. Wir arbeiten ehrlich. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich möchte noch etwas zu meinem Abstimmungsverhalten sagen. Ich habe mein Abstimmungsverhalten vollkommen frei von jeglichem Einfluss. Ich bin keine Marionette. Und falls jemand auf die Idee kommt, das Licht ist wahrscheinlich nie allzu hell, was sozusagen von meiner Seite her strahlt, zumindest nicht bis ganz ans andere Ende des Raumes. Ich habe es sogar geschafft, den Hochschulabschluss in Rechtswissenschaften zu bekommen. Und ich bin in der Lage, selbstständig einen Antrag zu schreiben. Ich brauche keinen Verband oder ich brauche auch niemanden, der mir irgendetwas dazu in die Tasche steckt. Wir können das alleine. Herr Schmelig. Ich bin auch noch mal dafür. Ich habe es zigmal in diesem Rat erlebt, also ich glaube, ich komme fast schon auf dreistellige Zahlen, dass die CDU laut aufjault, wenn hier im Stadtrat geringfügige Änderungsanträge gestellt werden, die ihnen nicht rechtzeitig vorher vorlagen. Hier ist offensichtlich von langer Hand vorbereitet, sozusagen versucht worden, so etwas wie eine Beratung, also unsere Beratung im Stadtrat auszuhebeln, um hier sozusagen mit einem Akt der perfiden Machtdemonstration unter Ausnutzung quasi einer Zufallsmehrheit, die, so wie es Frau Friedrich-Justine gesagt hat, zustande gekommen ist. Ich kann nur eine Sache sagen. Sie haben Ihr Recht ein für alle Mal verwirkt, auch sehr geehrte Damen und Herren der CDU, noch einmal zu kritisieren, dass zum Beispiel Ausschussberatungen nicht ordnungsgemäß sind. Dieser Antrag, der eine gravierende Änderung der kommunalen Politik darstellt, ist mit keinem einzigen Silbchen beraten worden. In der Vergangenheit war es üblich, dass auf Bitten auch der CDU mehrfach Anträge noch einmal verwiesen wurden an die Ausschüsse, damit sie beraten werden können. Das ist bewusst verweigert worden, um ein Zeitfenster des zufälligen Machtmissbrauchs auszunutzen. Ich finde das so schändlich, dass damit eigentlich aus meiner Sicht jegliche Zusammenarbeit aus meiner Sicht unmöglich wird. Es sind nur zulässig Erklärungen zum Abstimmungsverhalten und jetzt nie eine zweite Debatte. Das wünschen Sie, Herr Scholbach? Ich wünsche eine persönliche Erklärung zum Abstimmungsverhalten abzugeben. Der Oberbürgermeister hätte am heutigen Abend zwei Aufgaben gehabt. Er hat selbst erklärt, die rechtlichen Konsequenzen nicht zu überblicken. Es wäre folgerichtig gewesen, in dieser Situation dafür zu werben und dafür zu stimmen, diesen Verhandlungsgegenstand zu vertagen und in Ruhe einer Prüfung zu unterziehen. Das haben Sie nicht gemacht, Herr Hilbert. Das ist schändlich. Und der zweite Punkt. Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden hat in einer sehr wichtigen Angelegenheit eine Vorlage vorgelegt, eine Vorlage zur Abstimmung. Sie machen keine Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Nein, Herr Hilbert, ich begründe, warum ich so abgestimmt habe, wie ich habe. Naja, jetzt ist Schluss. Es wäre Ihre Aufgabe gewesen, diese Vorlage hier im Rat zu verteidigen. Auch das haben Sie nicht gemacht und das war eine Fehlleistung. Schon deutlich auch im Ausschuss geändert worden. Gibt es noch Erklärungen, die zulässige Erklärungen zum Abstimmungsverhalten sind? Dann soll es gerne sein. Bitte, Herr Witz. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mit Nein gestimmt, aus der tiefen Überzeugung,
dass es für den sozialen Wohnungsbau in Dresden besser ist, wenn wir 30% in den Bebauungsplänen verordnen und nicht nur 15%. 15% bekommen wir im Prinzip ohne jegliches Zutun eines kooperativen Baulandmodells vollkommen, haben wir bisher in der Vergangenheit Rot-Rot-Grün immer ausgehandelt, die rechte Seite hat das nie getan. Dass ich überstimmt worden bin, ist die Schuld, und ich benutze absichtlich das Wort Schuld des Oberbürgermeisters, der sich hier feige zurückgezogen hat auf eine Enthaltung und in einer schizophrenen Erklärung gesagt hat, er ist persönlich davon überzeugt, dass 15% richtig ist und vor anderthalb Jahren hier eine Vorlage mit seiner Unterschrift mit 30% vorgelegt hat. Das ist nicht nachvollziehbar und das ist schändlich. Das ist sehr wohl nachvollziehbar, wenn man sich den Baumarkt anschaut und mit entsprechend da auch mit den Fachleuten ins Gespräch kommt. Und von der Seite her ist das auch mein Abstimmungsverhalten nachvollziehbar. Und wenn das rechtzeitig vorgelegen hätte, hätte ich auch mit einem klaren Ja zu dieser Änderung gestimmt. Aber da hier rechtliche Unsicherheiten sind, hatte ich gesagt, wird das im Nachgang geprüft. Das habe ich auch avisiert, ob das zulässig gewesen ist. Und das werden wir dann in den nächsten Tagen machen. Wir machen weiter in der Tagesordnung mit Tagesordnungspunkt 12. Hier geht es um...